Freunde, Christian Schermer, Paterapur, Beziehungscoach, Traumpsychologe. Und ja, noch heute nach diesem Aufreger-Video gestern über Annie und Influencer und was auch immer, heute mal wieder ein normales Video. Eine Frage von einer Zuschauerin, die ich hier beantworten werde. Könnt auch solche Fragen anschmeißen über ein Formular auf liebeschip.de. Denk noch an den Wutkurs, ne, zur Frühbucherpreis noch. Und vielleicht sehen wir uns auf der Liebeschip-Party in München. Würde mich sehr freuen. Findet ihr auch Eventim. Und dann fangen wir mal an. Heute geht es darum, ja, dass man, ja, also ein Paar, was so, ja, vielleicht irgendwie eine zweite Runde dreht, in 50ern zusammenkommt und aber wieder nach so einer typischen Zeit, sag ich mal, 200 plus Tage, ein bisschen mehr, irgendwie auseinanderfällt und ja, was denn da so passiert ist. Schauen wir mal. Hallo Christian, ich muss dich heute mal wieder kontaktieren. Danke, dass du meine E-Mail hier beantwortest. Ich befinde mich in einem grausamen Liebeskummer. Mein Freund und ich, beide Anfang 50, waren 11 Monate zusammen. Genau, wir haben auch deine Videos geschaut, unsere Ex-Beziehung und Ehen zusammen aufgearbeitet und waren sehr glücklich, uns gefunden zu haben. Wir trafen uns 2022 online und hatten erst eine knapp einjährige Freundschaft, bevor wir zusammengekommen sind. Er machte noch eine Schleife mit seiner Ex-Frau. Ich hatte eine 3 Monate toxische Beziehung und ja, wir blieben immer in Kontakt und trafen uns manchmal zum Kaffee. Als er zusammenkam, stimmte alles. Wir kannten ja schon viel voneinander. Er bedankte sich bei mir, dass er durch mich seinen Selbstwert nach seiner 10-jährigen On-Off-Ehe wiederfand. Uns verbanden all der Zeit gemeinsame Unternehmen, Urlaube, romantische Abende auf dem Sofa. Weihnachten unserer Familien, unsere Söhne sind gleich alt, verstanden sich super. Ja, also hört sich natürlich nach einem super Start an. Letzten Endes sagt das aber nicht unbedingt was aus über die Zukunft. So, ne? Also natürlich ist das jetzt ein guter Start. Aber so richtig kennt man Menschen eigentlich erst so nach einem Jahr, sage ich mal. Ne? Wenn man mal einmal so alle Jahreszeiten durch hat und so der Schwung von der ersten Verliebtheit weg ist, also dann kann man eigentlich erst so richtig gucken. Das heißt jetzt auch nicht, dass hier, wenn das jetzt gleich irgendwie in eine andere Richtung geht, irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat oder so. Das lernst halt Menschen erst beim Dating kennen. So, ne? Deswegen sollte man auch nicht, das macht man also gerade, wenn man vielleicht, wenn du sagst, hier toxische Beziehungen, wenn man vielleicht auch so zum Pluspol neigt oder so, sollte man nicht zu sehr, ist zumindest meiner Meinung, nicht zu sehr in die Zukunft gucken, ne? So im Hier und Jetzt bleiben, nicht so, ah prima, jetzt reiten wir auf unseren Pferden einen Sonnenuntergang und alles wird super bis 90 und ey, man sollte immer so im Hier und Jetzt bleiben, okay, das Date war jetzt gut, das war auch wieder gut, gucken wir mal weiter, also so eine, ich will jetzt nicht sagen distanziert, das wäre jetzt falsch, aber so eine irgendwo neugierige Haltung haben und ihr solltet immer wieder dran denken, die Beziehung sollte ein Plus sein, es sollte nicht irgendwas sein, wo euer Glück jetzt so tierisch von abhängt, so, ne, sondern es sollte immer irgendwas sein, ja, schön, dass ich eine tolle Beziehung habe und wenn nicht, würde ich mal ein nice, geiles Leben leben und ja. So, ich fühlte mich aufgehoben, gewertschätzt, fühle sie alles stimmig und kompatibel an. Er schrieb mir 10-mal am Tag und wir telefonierten täglich, sahen uns immer mittwochs und am Wochenende Fernbeziehungen. Ja, ja, alles gut. Ich meine, klar, 10-mal am Tag ist eine Menge. Manchmal geben, ich meine, er kommt aus einer 10-jährigen On-Off-Beziehung. Das heißt, er ist auch eine Menge Drama gewohnt. Vielleicht haben er oder beide auch so, soll ich mal sagen, Bindungsverlustangstthemen irgendwie. Und ja, er gibt jetzt hier Vollgas. Das heißt aber nicht, dass das so weitergeht, ne? Dass Menschen das so durchhalten können, wenn dieser Übergang von Dating in eine normale Beziehung kommt. Ja, ist vielleicht sogar fast ein bisschen viel, aber das alleine ist jetzt kein Anhaltspunkt wirklich so. Ja, am Wochenende kümmerte er sich liebevoll um mein Haus und Garten, war absolut fleißig und brachte sich mit eigenen Ideen ein. Ja, ich fühlte mich wohl und bedankte mich oft bei ihm für sein Dasein. Zu seinem 50. Geburtstag Anfang des Jahres schenkte ich ihm eine Woche Urlaub im Wadi Rum in Jordanien.
da sein größter Traum war, mal in die Wüste zu gehen und dort Touren zu unternehmen. Er freute sich genauso auf den Urlaub wie ich. Dieser sollte hätte jetzt kurzfristig, also vor kurzem stattfinden sollen. Mitte April empfand ich dann, dass er sich einige Wochen körperlich zurückzog und hatte dann an einem Wochenende meinen Mut zusammengefasst und ihn gefragt, ob es etwas gibt, was ich wissen sollte. Er schritt alles ab, als wäre es wie immer. Es hätte damit zu tun, dass er zwei Wochen krank war und er küsste halt nicht und hätte auch keine Lust auf Bettsport. Das war mir etwas zu dünn, denn ich sprach von 7 Wochen Rückzug. Ja, da haben wir wieder die typischen 200 Tage doch letztlich mit so ein bisschen hinten dran noch. Also ich denke mal, er konnte einfach, es gab ja auch ein gewisses Tempo jetzt in eurer Beziehung, konnte er einfach nicht halten. Vielleicht ist er latent bindungsängstlich und dann ist das eine Riesenhürde. Ne? Und wie gesagt, er kommt aus einer 10-jährigen On-Off-Beziehung. Das heißt, er ist das gewohnt, dass Sachen auseinanderfallen und dann vielleicht wieder zusammenkommen. Vielleicht konnte er das da auch schon nicht und weißt du vielleicht besser als ich. Und da kannst du nichts machen. Ne? Das ist... Ist, wie es ist, ne? Klar, man kann jetzt immer gucken, so was da hier auch so ein bisschen den Pluspol wieder. Und wie gesagt, man kann auch wenn viele Pluspole, auch wenn die jetzt nicht mehr so narzisstische Menschen auswählen, kann man immer noch in Schwierigkeiten kommen mit bindungsängstlichen Menschen. So, das ist natürlich auch eine Sache, wo man manchmal nochmal durch muss. Man kann immer überlegen, bin ich irgendwie, habe ich zu hohe Erwartungen gehabt, war ich vielleicht zu needy, aber das will ich jetzt in keinem Fall unterstellen und ich will auch nicht sagen, dass das jetzt anders gelaufen wäre, deswegen nur, dass man natürlich immer guckt, wo kann ich noch dran arbeiten, da kann man immer, lohnt sich immer mal zu gucken und Beziehungen nicht zu wichtig zu nehmen, das hilft Beziehungen ungemein so, ne? Aber wie gesagt, das kann auch mit einer guten Wahrscheinlichkeit überhaupt nichts mit dir zu tun haben. So, ne? Würde ich sogar eher, also tendiere ich auch definitiv zu. So, er reagierte sehr gekränkt. Ja, also das verstehe ich jetzt schon nicht. Also du stellst ja eine völlig normale Frage. Und er ist jetzt so, wie kannst du das fragen? Also worauf deutet das hin? Auf mangelnde Kommunikation. Also er sagt dir nicht, was wirklich ist, sondern sagt so, wie kannst du nur fragen? Also wie kannst du nachfragen, wenn wir in einer startenden Beziehung, die mal gerade ein halbes Jahr läuft, wenn wir da 7 Wochen keinen Bettsport haben, wie kannst du dann nachfragen? Ja, das ist natürlich keine gute Kommunikation, ne? Ja. Es war kein Rankommen mehr, noch mehr keine gute Kommunikation. Ich wollte den Streit gütlich beenden, aber es ging nichts mehr. Er zog sich an und fuhr nach Hause. Ich bekam Angst. So, es geht schon wieder so der übliche Scheiß los. Er zieht die Mauern hoch und das triggert jetzt dein Bindungssystem, das fährt jetzt hoch und das sind all die Sachen, die können mal passieren natürlich und passieren auch in langfristigen Beziehungen, aber wie gesagt, guck doch mal Buch rein, ist ja hier eingeblendet, gibt es jetzt übrigens auch auf vielen anderen Plattformen als Hörbuch und E-Book, bei Thalia, Hugendubel, whatever, aber auch nach wie vor auf meiner Webseite. Es geht der übliche Scheiß wieder los und ja, ist jemand, der dann doch jetzt zumindest an diesem Punkt nicht mehr emotional zugänglich ist für dich, ne? Ich muss sagen, ich denke immer viel, was liegt an diesen ganzen Mails, die ich mal lesen muss hier. Ich denke halt auch immer, okay, was könnte denn noch sein? Und da fällt mir natürlich gleich ein, dass vielleicht auch jemand, vielleicht ist die Ex-Frau wieder auf dem Trapez. Ich meine, das ziehen die ja schon seit 10 Jahren durch und in eurer Kennenlernphase war das auch nochmal. Warum sollte die nicht wieder da sein? So, ne? Es ist natürlich ein bisschen sehr plötzlich alles. Vielleicht hat er sich ein bisschen entliebt und dann wieder das nächste Drama gesucht. Aber letzten Endes wissen wir es nicht und das ist halt das Problem, diese mangelnde Kommunikation hier, ne? Dass er nicht wirklich offenlegt, was ist so, ne? Ich bekam Angst und fuhr am gleichen Abend nochmal zu ihm, weil mich das so beunruhigte und ich mich wieder vertragen wollte, aber er schickte mich wieder zurück. Ich meine, du hast ja nichts falsch gemacht, also wenn, sollte er sich vertragen wollen. Also ich kann euch nur allen raten, ich weiß, das hört sich so unromantisch an, da irgendwie kühler ranzugehen so und da hinzukommen an so einem Punkt. Könntest auch mal meinen Verlustangstkurs reingucken, weil Verlustangst entsteht eigentlich nie, wenn man Single ist oder so, ne? Oder wenn man
einen verfügbaren, stabilen Partner hat, die entsteht immer nur, wenn der Partner plötzlich irgendeinen Kram macht, so, ne? Und klar kann man auch eine eigene Anlage dafür haben und selber ein Thema damit haben und zu verlustängstlich sein, also absolut, natürlich, das ist auch häufig so, so ein Mischding. Aber ich kann euch nur beraten, so zu versuchen, ich weiß, das geht nicht von heute auf morgen, ne, an so einen Punkt zu kommen, deswegen auch habe ich auch viel Content oder auch Kurse so zu nice geilem Leben und so, dieses an so einen Punkt zu kommen, wo du sagst, hey, ey Gott, wenn es jetzt ohne Beziehung ist, ist mir auch scheißegal, was soll's, ey. Also, und ach Gott, der zieht sich jetzt zurück, okay, ja, kein Bock auf Drama, weiß ich nicht, soll der wieder ankommen. Also zu so einem inneren, stabilen Punkt zu kommen, natürlich hat man immer noch Liebeskummer und ist aber, das ist dann nicht mehr so ganz umhauert so. Ne? Aber es ist ein Prozess, ne? Das weiß ich schon. Und jede Trennung bringt einem diesen Prozess näher auf jeden Fall. Stärkt die Trennungskompetenz und ja, was sollst du da machen? Du hast ja nichts falsch gemacht, ne? Also ich finde, da muss er die Arbeit machen, ne? Aber dass du da jetzt hinterherfährst, zeigt, dass dein Bindungssystem, ne, jetzt angetriggert ist, ne? Irgendwann heißt es dann noch, du stalkst ihn, also, aber ist natürlich völlig in Ordnung, da jetzt mal hinzufahren. So. Mein Herr hat ja bis hierhin auch nicht viel falsch gemacht, er hat sich einfach nur zurückgezogen, so, ne? So, was hat er dann gesagt? Aber er schickt mich wieder zurück, ja. Er könne nicht umschalten und wüsste nicht, wie es weiterginge. Ja, Übersetzung ist, hat mich komplett entliebt und die Gründe kommst du leider nicht zu hören. Und ja, kann man nur annehmen, ne? Ist ja auch kein gutes Beziehungsverhalten, nicht entweder seine Bindungsangst zu schildern oder was wirklich der Grund ist, so, ne? Das weißt du halt jetzt nicht, ne? Ich war fassungslos, mir brach es das Herz. Am nächsten Tag kam eine Nachricht, dass er nachgedacht hätte, mich natürlich noch liebe. Ja, also dann wäre er jetzt bei dir. Und er nichts beendet und wir wollten uns am übernächsten Tag sehen und reden. Dann kam aber nichts mehr. 24 Stunden später beendete er telefonisch die Beziehung und sagte, es täte ihm leid um den Wüstenurlaub, aber er käme nicht mehr mit. Also für mich, also vom Bauchgefühl her, aber das muss überhaupt nicht stimmen. Auch dieses Hin und Her, dass er dann sagt, nee, ich will das nicht beenden und am Ende das doch. Ich muss leider sagen, es spricht doch dafür, dass da jemand anders, traue es mir nicht zu sagen, jemand anders auf dem Trapez ist, weil sonst, warum nicht nochmal reden, warum nicht nochmal gucken? Also wenn das so, ich meine, vielleicht ist es so und er will dann auch nicht dich in eine blöde Situation bringen, will auch, kennt ja mein Content scheinbar auch, will auch kein Dreieck haben und sagt dann lieber ganz schnell, nee, ich kann das alles nicht mehr, will dich aber auch nicht triggern mit, ja, sorry, meine Ex-Frau hat wieder angerufen oder ich weiß nicht was. Und dann kommt es zu sowas, das kann man nur annehmen, da kann ja niemand dazu zwingen, dass er mehr sagt. Aber letzten Endes, ja, kann man eigentlich nur sagen, ja gut, dass es vorbei ist. Weil, also nur, dass jetzt, dass du mit deinem Partner meine Videos guckst oder sowas, heißt nicht, dass man seine Probleme jetzt ruckzuck im Griff hat oder manchmal guckt die ein Partner ja auch nur mit und hat gar nicht dann wirklich einen Impuls, an sich zu arbeiten und ja, man sollte immer auf seinem eigenen Journey bleiben so und nicht zu viel nachdenken, was andere machen und ja. Ja, und so einen gemeinsamen Urlaub absagen. Na gut, aber was willst du machen? Also, da gibt es sicherlich einen Prozess, der schon länger läuft. Hat er nicht kommuniziert. Und so ein Urlaub absagen ist natürlich, ist schon echt ein Statement, so, ne? Ja. Er meldet sich nicht mehr, informiert die nächsten Tage Familie und Freunde darüber, dass er sich getrennt hätte, ohne nochmal ins Gespräch zu gehen. Er muss es aber nicht, er ist nicht verflüchtet dazu, ne? Er schrieb meinem Sohn liebevoll, dass ihm leid täte und dass er ihn unfassbar gerne hat. Ich ließ ihm 5 Tage Zeit, seine Entscheidung zu überdenken. Dann musste ich die Reise auf eine Freundin umbuchen, die Gott sei Dank mitkam und mir half, über die Wochen zu kommen. Es war einfach nur schmerzhaft und tränenreich. Ja, also alles ist total verständlich. Trotzdem, ich würde wirklich, also das Ziel sollte sein, an so einen Punkt zu kommen, wo man einfach kurz überlegt, ja, habe ich was falsch gemacht? Nö, glaube nicht. Oder ja, okay, vielleicht nächstes Mal würde ich vielleicht ein bisschen weniger Gas geben oder keine Ahnung. Und das dann abzuhaken. Ne? Also man kann dahin kommen, weniger Liebeskummer zu haben, weil man das einfach nicht mehr so wichtig nimmt. So, ne? Und weil man auch vielleicht sagt, ja gut, also so wie er kommuniziert und dass das schon nach ein paar Monaten so ein Problem gibt, ja,
hatte eh keine Zukunft und ja, gut, next. Also, weiß nicht, was da jetzt in deinem Kopf vorgeht, ob du innen da denkst, das war jetzt so die letzte Cola vor der Wüste. Ist es nicht, ne? Vor der Reise schrieb er mir noch, tut mir leid, lass uns nach deinem Urlaub mal in Ruhe reden. Pff, worüber reden, wenn er keinen Bock mehr hat, dich zu sehen, weiß ich nicht. Ich bin nun schon einige Tage wieder zu Hause, aber er ghostet mich. Ja, ich würde, also ich würde so jemandem keinerlei Aufmerksamkeit mehr geben. Nicht, dass der jetzt ein böser Mensch ist oder so, aber ich habe einfach keinen Bock drauf. Ich habe gedacht, okay, du willst dich trennen, fuck it, Nummer löschen, kein Bock, also wird gar nicht an so einen Punkt kommen, was ich denken würde, er ghostet mich. Ich würde denken, ich ghoste dich jetzt. Ey, pff, mach du, also wenn du meinst, das tut dir leid, dann kannst du dich ja melden. Also ihr dürft ja wirklich ein bisschen mehr von euch eingenommen sein, ein bisschen arroganter auch in so einer Situation, ne? In a good way, so, ne? In der Woche, als ich weg war, besuchte er meine beste Freundin, deren Mann in den 10 Monaten ein sehr guter Freund für ihn wurde und erzählte dort, er könne nicht leisten, was ich erwarte. Das spricht wiederum für, ja, was soll man jetzt sagen? Nicht genug verliebt, Bindungsvermeidung, das ist ja meist, kommt ja meist aufs Gleiche raus irgendwie. Aber du willst nicht, willst gar nicht überlegen, was mit dem ist. Er wollte, ich will dich nicht mehr sehen, fertig, das war's. Und klar, kann man jetzt ihm jetzt nicht verbieten, dass er einen neuen Kumpel trifft. Aber sowas richtig Handfestes ist es ja auch nicht, ne? Gut, ich verdiente etwas mehr als er. Er habe ein Haus und finanzielle Rücklagen. Wir haben meistens die Kosten geteilt. Das war nie ein Problem. Und er verdient als Bankgestellter auch sehr gut. Angeblich würde ich sein Auto zu klein finden, 5-mal im Jahr einen Urlaub wollen, was absoluter Quatsch ist. Würde teurer einkaufen als er, nur Bio und hilf feiger. Ja, aber was denn das, ich meine, das spricht man ja in der Beziehung an und nimmt es nicht als Grund, das zu beenden. Also für mich kommt das so vor als Rationalisierung, dass er jetzt, also dass er, das spricht jetzt wiederum dafür, dass vielleicht ist auch wirklich nicht jemand anders, dass er einfach nicht in der Lage ist, eine Beziehung jetzt über diese 200 Tage zu führen, im Moment, wo er im Moment steht. Und wir wissen es letztlich nicht, ne? Und da jetzt irgendwie rationale Gründe sucht irgendwie und anstatt einfach zu sagen, ja, ich weiß auch nicht warum, ich habe mich einfach entliebt, keine Ahnung. Muss ich wohl mal bei mir gucken. Ist das jetzt deine Schuld oder was? Also er sagt ja noch nicht mal, dass du irgendwie zu needy oder irgendwie sowas. Das kommt ja noch nicht mal, sondern ja, ich habe mich getrennt, weil du nur Bio einkaufst. Sorry. Und du sagst ja noch nicht mal, es stimmt. Also und ja, du willst, selbst wenn du 5-mal im Jahr in Urlaub wolltest, dann kann er ja sagen, ja, kann ich nicht. Das dafür kommuniziert man ja in einer Beziehung, ne? Und weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also dann sagt man eben, ja, ich komme nur 3-mal mit. Wo ist das fucking Problem, ne? Er wüsste, dass er hätte einiges ansprechen sollen. Das würde ich eigentlich auch sagen. Aber nicht tat, weil er keinen Ärger provozieren wollte. Ja, klingt wieder nach People-Pleasing. Weiß ich nicht, du, also aus der Mail geht hier nirgendwo hervor, dass du jemand bist, der Ärger macht, weiß ich nicht. Aber selbst wenn er Ärger provozieren würde, ist es kein Grund, das nicht anzusprechen, so, ne? Und vielleicht projiziert er das auch einfach auf dich. Aber das ist kein, wie gesagt, entweder er ist komplett entliebt, warum auch immer, oder man muss sagen, es ist kein reifes Beziehungsverhalten, da kommuniziert man sowas, ne? Aber nie so, dass diese wunderbare Verbindung in Gefahr gerät. Ja, das waren vielleicht wunderbare 10 Monate, aber was war davon auch vielleicht ein bisschen illusorisch? Das heißt ja nicht, dass es nicht wirklich gut war. Also es war gut, ne? Es war gut. Und er konnte aber dieses, wie gesagt, ich denke, er hätte schon viel früher irgendwie sagen müssen, boah, das wird mir vielleicht gerade ein bisschen viel, oder ich brauche mal Ruhe, oder boah, ich bin ja ganz schön bindungsängstlich. Hat er alles nicht gemacht, so, ne? Und ja, es war vielleicht eine wunderbare Zeit, aber hallo Juli, ne? Was sagst du denn dazu, hä? Hast du auch Bindungsängste, Juli? Ich glaube nicht, ne? Juli hat gar keine Bindungsängste. Hm? Kleine Motte?
So, ist wieder hier. Sollen wir jetzt gleich spazieren gehen, glaube ich. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, das kann trotzdem gut sein, aber vielleicht war es auch ein bisschen, das ist ja leider so, wenn man so zum Pluspolen reicht, dass man so leicht in diese Illusionen geht, ne? Oder da so, jetzt wird es ganz toll und es ist wirklich immer zu überlegen von Date zu Date und nicht zu viel reinzulesen, so eine Beziehung so. Und trotzdem kann man ja sagen, es war eine super Zeit, toll. Ja, kannst du in deinem Lebensplan abhaken, super Jahr gehabt, und jetzt ist es vorbei. Ja. Ist so. Ne? Wir liebten uns, ehrlich, auf jeden Fall jetzt nicht mehr scheinbar, ne? Aber das, vielleicht wart ihr vor allen Dingen auch verliebt, ne? Und du hättest es gerne, und vielleicht kannst du auch bei dir gucken, konntest du dich so verlieben, gerade weil er vielleicht so Rückzugstendenzen hat, so, und vielleicht hast du es auch schon gespürt, unbewusst, dass, auch so Thema passive Bindungsangst, ne, dass er dir nicht zu nahe kommt, so, alles Themen, über die man drüber nachdenken könnte. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Das ist wieder die nächste Erfahrung. Ihr wart sicherlich, vor allen Dingen auf seiner Seite, sicherlich sehr verliebt, aber ja, in der Liebe ist es eben nicht so übergangen, ne? Und haben viel und intensiv über uns selbst gesprochen. Ja, irgendwas scheint er aber ausgelassen zu haben. Er meinte, in seiner ersten Ehe hätte er den Fehler gemacht, nicht gesprochen zu haben. Ja, also viele Leute, die aus einer Ehe kommen, die, ist immer die Frage, wollen die wirklich wieder in eine neue Beziehung gehen, sondern oder erstmal playing the field machen, war ihm vielleicht auch nicht so klar. fällt das auch schon wieder auf der Dating-App? Ich meine, so sind Menschen leider oft, also will ich mir jetzt nichts unterstellen. Das sollte jetzt anders sein, ist es aber nicht. Genau, schreibst du auch, es wurde nicht anders, ne? Er sprach offensichtlich nie über Dinge, die ihn beschäftigten, er war sonst wunderbar herzlich. Ja, das muss ja auch nicht falsch gewesen sein, aber man braucht halt, es gibt drei Skillsets. Es gibt ein Kennenlernen-Skillset, es gibt ein Dating-Skillset, es gibt ein Beziehungs-Skillset. Und auf der dritten Base ist er halt gescheitert, ja. Ja, ist so. Er ist uns wunderbar herzlich, hat unheimlich viel bei mir gearbeitet. Ja, vielleicht hat er sich auch übernommen, aber das ist alles jetzt so Rätselraten, ne? Liebte meine Familie, nun ist er weg. Genau, so ist es. Das angekündigte Gespräch bietet es heute aus. Ich hätte überhaupt keinen Bock mehr auf so ein Drecksgespräch. Ich denke, fuck, wenn du dich trennen willst, leck mich. Also das würde ich euch auch raten. Muss man ja nicht böse sein oder so umdrehen. Ab jetzt bist du uninteressant für mich, fertig. Ne? Warum noch reden? Es tut nur wieder weh, gefüttert Liebeskummer. So, seine Sachen stehen noch hier. Irgendwann wird er es wohl holen. Stellt sie vor die Tür und sagt mir, er soll es abholen. Muss jetzt auch nicht so, muss das gar nicht nutzen, so als Kontaktpunkt oder so. Ich wäre wirklich, das kann man lernen. Also ich glaube, ich könnte das heute so, also zumindest in solchen halbherzigen Beziehungen, sage ich mal, könnte ich, glaube ich, umschalten, denken, okay, ja, alles klar, 200 Tage, ja, who cares. Ich weiß nur, dass mein Bauchgefühl recht hatte, er total konfliktscheu und hammersüchtig ist. Ja, ist vielleicht ein People-Pleaser, ne? Siehe People-Pleaser-Kurs, sehr beliebter Kurs hier bei mir. Er sagt, er will nie wieder Drama und Streit. Vielleicht war es ihm aber auch zu wenig Drama. Und das ist ja immer das eine, was die Leute sagen, was sie wollen. Die andere, wenn du ein Leben von Drama und Streit gewohnt bist, musst du erstmal lernen, dieses Ruhige auszuhalten. Das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Das ist eine innere Arbeit, die man leisten muss, ne? Ich sage, das wäre ein Wunschgedanke. Solche Beziehungen gibt es nicht und wir hätten es ja selbst in der Hand, Unstimmigkeiten zu regeln. Ja, aber ihr habt ja nie gestritten, ne? Also ist ja gar nicht hingekommen, es wäre ja gut gewesen, ne? Aber er beendet die Beziehung offensichtlich lieber, als dran zu arbeiten. Genau. Kann man nur annehmen. Das heißt, es ist sein Leben, ist leider zu nichts verpflichtet. Er hat die Beziehung beendet, hat einem Sohn nochmal Bescheid gesagt. Er darf ja gehen, ne? Muss man sich immer wieder sagen, er darf ja gehen, ne? Meine Freundin meinte, er hätte wohl das Gefühl, mir nicht ebenbürtig zu sein. Ja, also vielleicht kennt ihr ihn besser, ich weiß es nicht. Fakt ist, er macht sein Ding hier, ne? Sein Selbstwert ist gering und ich wäre zu stark für ihn. Na, immerhin ist sein Selbstwert so groß, dass er einfach die Beziehung jetzt verlässt, ohne viel Fehler lesen. Also, man würde jetzt eher denken von jemand, der so ist, dass er dann
sich nicht traut, sich zu trennen oder ich weiß nicht was. Aber es ist letztlich auch egal, die richtigen Gründe erfährt man häufig nicht so, ne? Der mach ja was Wahres dran sein, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber es ist letztlich auch egal, weil es gefällt einem immer irgendwas am Partner nicht so, ne? Und was weiß ich, wenn es irgendwas ist ja immer, also kein Mensch ist 100% und das heißt, es gibt immer eine Challenge in der Beziehung, aber die Challenge muss man ja annehmen, ne? So, dann, ja, dann bist du eben zu stark für ihn. Dann kommuniziert man das oder wird man selber stärker. Also aber dafür braucht man eben einen Willen und so eine Grundliebe, da drin bleiben zu wollen. So, ne? Ich bin fix und fertig, ja, gibt es keinen Grund für und verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe die Welt sowieso nicht. Also ich weiß auch nicht, du kannst die Welt, also diese Welt kannst du nur verstehen, wenn du vollständige Informationen hast. Die hast du aber nicht, ne? Wir hatten Zukunftsvisionen. Ja, Visionen. Das ist nicht die Realität, ne? So, Sonntag schrieb er mir noch, wie sehr er mich liebt. Und Montag macht er Schluss. Das ist typisch für Bindungsängstler. Das ist auch überhaupt keine Wertung jetzt. Also, oder jemand ist in dem Modus, dass dann noch einmal kurz Vollgas gegeben wird und dann stellen wir fest, oh nicht, ich so einmal, okay, jetzt sage ich ihr nochmal, es ist die Liebe und jetzt bemühe ich mich nochmal und dann kommt es über so eine Schwelle rüber und dann kippt es sofort und oh nee, ich kann es alles nicht mehr. Und ich will das auch echt, ich will das wirklich nicht werten. Das ist, also sicherlich hat er auch irgendwie gestruggelt und ist jetzt für sich zum Schluss gekommen, ist für ihn nicht mehr stimmig und was soll er dann machen? Soll er drinbleiben? Das geht ja auch nicht, ne? Ich muss ja erkennen, dass alles eine Illusion war. Naja, alles nicht. Ich hatte trotzdem eine gute Zeit. Ich habe jetzt keiner der Anhaltspunkte, dass er dich angelogen hat. Er hat einfach nicht genug kommuniziert, ne? Und vielleicht hat er am Schluss jetzt irgendwas weggelassen, wissen wir aber nicht. Aber trotzdem kannst du sagen, ist ja nichts passiert. Du bist, ist nichts, weiß ich nicht, er hat dir nicht Geld geklaut oder, weiß ich nicht, war kein Heiratsschwindler oder ist ja nicht wirklich was passiert. Also du hast ein gutes Jahr gehabt. Ja, das geht zu Ende. Leider ist dieses Leben voller Veränderung, ja, es ist zum Kotzen, ich weiß, ne. Ich muss nun erkennen, dass es alles eine Illusion war. Ich schrieb ihn vor einigen Tagen nochmal, wozu? Ihr dürft wirklich stolzer sein, das glaube ich das richtige Wort, und denk, ey, wenn du dich trennen willst, schreib dir kein fucking Wort mehr, ey, du bist für mich Luft. So, was soll das? Also, das ist mehr von dem, vielleicht hast du das auch, das könnte ein Learning sein, aber ich glaube, aber es wäre trotzdem auseinandergegangen. Vielleicht hast du ein bisschen viel gemacht. Und jetzt ist mehr desselben so, ne? Selbst wenn man jetzt in Richtung Ex zurückdenkt, es ist wirklich, was ich überhaupt nicht mein Stil ist, aber es ist wirklich am besten, einfach sofort aus dem Kontakt rauszugehen, ne? Und sagen, ey, fuck it. Also jetzt auch nicht böse oder aber so innerlich so ein Stolz haben, so irgendwie, ich schreib dir noch nicht mehr, der nicht mehr zusammen sein will. Ne. Da er natürlich on-off gewohnt ist, hoffe ich mal nicht, dass er dich jetzt auch durch so eine Schleife zieht. Also das wäre jetzt auch nichts Gutes. Also, hack's einfach ab. Ich schrieb ihm, wie wunderbar er ist. Ja, also so wunderbar ist er ja nicht, ne? Wozu? Wir schreiben. Wie sehr ich ihn liebe und dass er mich totunglücklich macht, wenn er sich fühlen würde, mir nicht zu genügen. Das ist auf gar keinen Fall so. Du weißt ja nicht mal, ob das der richtige Grund ist. Also ich würde über sowas gar nicht nachdenken. Ich würde sagen, ja, dann, weiß ich nicht, hätte er das Gespräch suchen können, so ist das für mich ein Non-Event, würde ich denken. Ne? So, habe schon 5 Kilo abgenommen. Ja, das zeigt mir, dass auch doch auch jetzt wieder du leider so ein bisschen, ich will es nicht sagen liebessüchtig, aber mit sehr heftigem Liebeskummer, das heißt immer, dass da noch Raum ist zu Wachstum, für dich auch so. Ne? Und ja, kann ich essen, nicht schlafen? Ja, das sind ja die, steht einem natürlich zu, wenn man einen Liebeskummer hat, ne? Einfach nur körperlich ziemlich am Ende und kann das alles nicht glauben. Also, was kann man schon, vor allem im Online-Dating, Menschen glauben? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem würde ich das überhaupt nicht in Frage stellen. Ihr hattet wirklich eine gute Zeit, da habe ich auch gar keinen Zweifel dran, ne? Meinst du, er braucht nur Zeit oder ist alles verloren? Also erstmal willst du nicht in eine On-Off-Beziehung ein, ne? Also selbst wenn er jetzt zurückkommen würde, da können wir ja die Uhr nachstellen. So, das ist so sicher, wie dass ein Zug in Deutschland nicht pünktlich kommt, dass das dann wieder passieren würde, ne? Und ich würde auch
aus heutiger Sicht wäre so mein Rat, hätte ich früher auch anders gesehen, da gar nicht mehr drüber nachzudenken. Also das ist für mich tot, der ist gestorben, fertig. Also ich gebe dem gar nicht mehr, gebe diesem Menschen keine Energie mehr, ich denke gar nicht drüber nach, ob er Zeit braucht oder nicht, ist mir scheißegal, ich guck nach vorne, date jemand anders oder bin ein happy Single. Klar muss man ein bisschen Liebeskummer bewältigen, so, ne, klar, ist ja auch normal. Aber dann fuck it, sorry. Na. Und gut, es war ja jetzt keine toxische Beziehung, geworden. Das Ende war schon so ein bisschen weird, aber Enden sind meistens oder oft scheiße, ist ja auch klar, wenn er jetzt wiederkommen sollte, wo ich wirklich nicht weiß, was ich da geändert haben soll. Und das jetzt euer erstes Opfer, klar, kannst du dann überlegen, ob du da nochmal mit ihm gucken willst, aber diese Gedanken halten nicht nur im Liebeskummer. Wann kommt er denn? Wann meldet er sich? Also ich würde Nummer löschen und ja, die Sachen vor die Tür, also überhaupt nicht, auch nicht diese Sachen behalten, gar nicht in solchen Gedanken denken, ich muss das jetzt noch irgendwie halten oder wenn er die Sachen holt, dann reden wir. Ich würde denken, ja, null Kontakt, null Informationen, müssen wir jetzt auch kein Riesending vormachen, das war's. Ich bewältige jetzt meinen Schmerz, suche mir da die Unterstützung, die ich brauche und der Typ ist tot für mich. Ganz nüchtern so, ne? Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Unterstützt mich gern meinen kostenlosen Content mit, würde mich sehr freuen, mit Kanalmitgliedschaften oder super Likes oder teilt die Videos. Und ja, bevor hier Juli durchdreht, ist leider immer, morgens müssen dann immer irgendwelche Mäuselöcher ausgegraben werden. Beenden wir das Ganze ja mal und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.